Willkommen bei Skyrim bei meiner Mission mit den Drachen. Ach ja, hier runter muss ich ja. Die Sache ist, ich muss zu Lydia. Ich brauche unbedingt einen Partner. Um da hochzukommen. Okay, das heißt, ich muss da nochmal hochgehen. Gut. So. So, nein. Da muss ich hin. Also irgendeinen Partner brauche ich, weil diese Mission kriege ich nicht ohne Partner hin. Ich brauche Kanonenfutter, die ich nach vorne schicken kann. Ja, ich mache das mit den Drachen noch. Und dann wollen Bionalu und ich anfangen mit den mit was anderen. Wir haben heute schon was runtergeladen. Und ja, gekauft bei Steam und runtergeladen und installiert. Wie man so schön sagt. Und ja, wie soll ich sagen? Wo ist denn Lydia, die blöde Kuh? Jetzt ist der Tisch wieder da. Und wollen es auch nutzen. Und wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Gut gemacht. Wie bitte? Ich leck doch nicht die Stiefel deines Vaters. Reiß dich mal zusammen hier. Eingebildeter Schnösel. Nehmen. Wenn ich Lebensmittel nehmen kann, dann nehme ich sie mit. Weil Lebensmittel sind immer gut. Weil wir gehen oft genug die Heiltränke aus. Gut. Met brauche ich jetzt nicht. Wein brauche ich auch nicht, aber Brot und Schimmelkäse. Oh, lecker. Schimmelkäse mal wieder essen. Kann ich jetzt hier kochen? So, benutzen. Was kann ich denn jetzt hier machen? Essen? Klar. Gebratenes und gekochtes ist immer hilfreicher als rohes. Wir haben ja eine Küche, da kannst du alles noch braten und kochen. Und die Küche kannst du übrigens. Ich bin gerade in der Küche. So. Gott, Tomatensuppe kann ich auch machen. Ach stimmt, ich habe Tomaten aufgenommen. Ich dachte, du sagst es, ach stimmt, ich habe Tomaten auf den Augen. Dachte ich wirklich. Okay, dann habe ich schon mal hier was fertig gemacht. Ja, komm. Lass mich mal los hier. Haben wir noch auf dem Tisch Lebensmittel? Stehlen, stehlen, lesen, stehlen. Was benötigt ihr, mein Tane? Lydia. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Folgt mir, ich brauche eure Geht Hilfe. Voran. Das ist super. So, Partner habe ich schon mal. Es war irgendwas mit Rüstung, wa? Ich bin direkt hinter euch. Ich muss dir Rüstung geben, ja. Ich möchte Dinge tauschen. So. Ich stehe zu eurer Verfügung. Das kannst du nicht anders, kannst du dir erstmal geben. Waffen. Die sucht sich selber das Beste aus. Jo. Abgeschworenen Bogen. Weißt du was? Eigentlich müsstest du mal zum Schmied gehen und die Waffen verbessern und die, die du nicht brauchst, verkaufen. Und ihr das geben, was übrig bleibt. Weißt du, was ich meine? Ja, ich guck mal gerade. Ich sehe ja hier, was sie hat. Oder bin ich das hier für mich? Die du ausgerüstet hast, da ist links dieser komische Pfeil dran. Wie zum Beispiel bei den Eisenpfeilen. Wieso benutzen du Eisenpfeile? Das ist das Schlechteste, was es überhaupt gibt. Ich sehe keine anderen Pfeile. Ich muss ja welche kaufen. Das
Stahlpfeile, Orkpfeile. Guck mal, der orkische Pfeil zum Beispiel, die 36. Ja, die sind ja ziemlich schnell alle. Aber die machen viel mehr Schaden. So, ich gebe einen abgeschworenen Bogen. Willst du nicht erstmal verbessern? Ich gebe den erstmal. Darf ich mal kurz was schauen? Ich würde gerne zu dieser Mission. Ja, ich weiß. Aber wenn du willst, dass er richtig Schaden macht, ich guck mal, ob du noch Seelensteine dabei hast. Ein paar hast du. Du könntest den Bogen verzaubern. Kann ich das nach der Mission machen, bitte? Mensch. So. Abgeschworene Pfeile. Wahrscheinlich brauche ich für die. Nein, das ist egal. Okay. Hat sie überhaupt sie hat noch ja keine Waffe. Dann gib ihr ein besseres Schwert. Das ist ein Schwert. Schwert. Wie viele? Wow, 9 Stück? Naja, kann sie ganz aussuchen. Du hast, glaube ich, auch noch verzaubertes Schwert da rumzulegen irgendwie. So. Aber dann wird noch 10 Zweien, damit ist sie nicht so gut. Nun, die sollte sie das Beste nehmen. Sie auch geben. Die benutzt sie so lange, bis die Verzauberung dann runter ist. Monten sind noch die 6 Zwergenpfeile, die kannst du ja auch geben. Ja. Bestätigung ist. Ach so, ja, weil ich mehrere habe. Stahlpfeile kannst du auch geben, wenn du sowieso die schlechten nimmst. Du hast 299 Stahlpfeile. Stahlpfeile? Nimm ich. Okay. Gut. Weiter. Den hab ich. Das kannst du auch geben. Alles, was verzaubert ist, gib dir ruhig. So. Schwert der Klingen. Na, ich möchte sowieso das Beste aussuchen. Jetzt brauchst du noch Rüstung. Ja. Du musst ja noch die ganze Stahlrüstung haben von dem anderen. Gut. Dann habe ich hier beschlagene Rüstung. Naja, Magier brauchst du ja nicht in dem Falle. Bei Stahl unten. Die kann halt nicht unendlich tragen. In der Stahlrüstung oder kaiserliche Rüstung badet, ja. Gott, meine Güte, bis ich da unten mal rankomme. Du musst das verkaufen, das Zeug. Ja, irgendwann bist du ja wieder dran. Jetzt hat sie fast keine Lagerkapazität mehr. Woran siehst du das? Das hat sich alles ausgerottet, ist ja zu schwer. Hier, darf ich mal gucken? Hier, das hier wird alles grau angezeigt. Das heißt, wenn du jetzt noch was wegnimmst. Warte mal, das hier wird klein zu viel. Hier, wir gehen mal zurück. Gut. Das hier könnte es jetzt zum Beispiel geben. Müsstest du die nicht eigentlich tragen? In Klammern hochwertig heißt ja, die wurde schon verbessert. Weiß ich nicht. Hier ist auch noch was im Hemd. Magiker, 28% schneller, das ist eigentlich deine Rüstung. Echt? Ja. Hast du nichts anderes wieder? Eigentlich nicht. Echt nicht? So, und das geht rüber. Ja, da und jetzt. Die Schuhe geben, die Stahlschienen. Nee, nicht die Stiefel. Die Stahlschienen. Was für Dinger? Das muss ja auch Rüstung haben. Stahl, wo ist denn das? Hier oder was? Ja. Und die anderen Schuhe kannst du ja mal ziehen. Okay, jetzt will ich aber langsam los. Sonst krieg ich hier eine Krise. Ihr geht vor, ich folge. Ja, meine hat was an. Ich möchte jetzt los. Weil. Du hältst ja nicht aus, wenn du dir die Rüstung stellst. Ich möchte trotzdem jetzt los. Ja,